5 Spiele werden wir heute abholen. So, vorbereitet sind wir auch. Wir holen heute was ab. Was Großes. Ja, also nicht Format groß, sondern vom Inhalt her groß. Genau. Sag hallo. Hallo. Ja, oh, schöne Perspektive auch. Wir sind immer noch am Spazieren. Wir holen gleich das Zeug ab. Das sieht ja toll aus hier. Das sieht doch überhaupt nicht. Von unten sieht cool aus, oder? Ja. Hey, mich von unten. Von unten. Was gefällt dir von unten? Das ist schlimm von unten, gell? Zum Glück habe ich einen geilen Kragen. Auch einen geilen Kragen. Ja, ja. Mal von oben halt mal, so mal von oben sieht immer schöner aus. Ja, wir holen was ab heute, was Tolles. Und hier in dem Ort sind wir angekommen, ist ein bisschen zu früh. Ich bin ja immer gerne ein bisschen zu früh als zu spät. Deswegen haben wir uns hier noch ein bisschen umgeschaut. Cosmo ist auch da, ja, da ist er. Und was das sein wird, werdet ihr gleich sehen, wenn wir das filmen. Wenn wir die Schätze in den Händen halten. Genau, und dann werden wir dann ans Auto zurückkommen und dann werden wir mal kurz reinschauen, was genau ist alles. So. Seid gespannt. Hallo! Guten Tag! Guten Tag! So. Ja. Hallo! Ja, deine Cosmo. Ja, schön. 5 Monate ist alt. Wir haben 2 Katzen. Ach, süß. Oh, okay. Gefällt ihm dann, ne? Okay. Die Anleitung von Karl-Heinz ist entschwunden wahrscheinlich. Ja, das. Sind das ihre eigenen oder haben sie die auch? Oder ist es nicht gespielt? Die habe ich gespielt. Also quasi sind sie ein Erstbesitzer, sagt ja. Das ja. Ja, süß. So. Ein Kuschelmonster. Ja, merke ich. Okay. Alles klar. Okay, super. Ich kann Ihnen noch das anbieten. Oh, das war nett. Einfach so kann ich es nicht. Ja? Super, vielen Dank. Super, vielen Dank. Ja, geht's auch. Einfach so, okay. Okay, dann den gelben Schal lang. Ich sieht man nicht so oft. 200, 250, 270, 230. Okay, vielen lieben Dank. Vielen Dank auch. Ja, das ist schön. Vielen Dank, verpasst. Also, super, vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Ja, wünsche ich auch. Danke schön. Und Dank. Auf alle Fälle eine gute Rückfahrt. Danke, ja. Aber dann, alles klar, vielen Dank. Danke ja, schön. Dann, ciao. Ciao. Dann was noch. Wasser, ja? So. Wie fangen wir denn an, moderativ? Hallo erstmal. Hallo. Wir sind ja, wer die erste Folge Retro Relation gesehen hat, der weiß, dass wir auch ein Stückchen fahren für gewisse Sachen, für die Sammlung. Ne? Auch sehr weit. Auch weit. Das ist hier nicht ganz so weit weg gewesen, aber es sind auf jeden Fall Spiele, die mir noch fehlen. Die ich habe sie zwar digital,
auf der PlayStation 3. Allerdings ist es halt immer nicht das gleiche wie physisch zu haben in der Originalsammlung. Wir sind jetzt in 2 Stunden gefahren hierher in diesen Ort. Es ist sehr schön hier, hier gibt es viel Landschaft. Können wir ein bisschen rumgucken hier. Mal gucken, hier ist der Baum. Hier ist auch Cosmo. Sag hallo. Guckt weg, okay. Ja, wir wollen euch jetzt kurz zeigen, was wir geholt haben und auch was wir bezahlt haben. Genau. Die Experten werden wissen, was es normal kostet. Und die Experten werden auch wissen, dass ich immer schaue, dass ich nicht unter dem, auf den Normalpreis gucke oder komme. Ne? Das ist ein bisschen Verhandlungsgeschick und so weiter, was man dann immer an den Tag legen muss. Und ja, wir schauen uns jetzt mal an. Es geht um Spiele der Reihe von Suikoden. Ja. Hier haben wir Suikoden Tactics. Ist ein Ableger für die PlayStation 2. Auch vollständig, machst du mal aufmachen. Vollständig, auch guter Zustand, sehr guter Zustand eigentlich auch. Genau, tippitoppi. Alles wunderbar. Dann geht's weiter mit Suikoden 5. Für die PlayStation 2. Suikoden ist natürlich eine teure Reihe. Die PlayStation 2 Spiele sind allerdings, glaube ich, nicht ganz so teuer. Aber ich glaube, dass die noch preislich vielleicht nochmal hochgehen irgendwann mit der Zeit. Auf jeden Fall. Was ja aber nicht das Hauptziel ist. Das Hauptziel ist ja einfach komplett halt der Sammlung. Genau. Dann geht's weiter mit Suikoden 4, wer hätte es gedacht. Mhm. Auch wieder für die PlayStation 2. Und wieder vollständig. Genau. Das ist quasi jetzt schon mal das, was wir haben. Und dann, natürlich ist das nicht alles. Dafür fahren wir nicht so weit. Natürlich geht es auch um die Heavy Hitter, wie man es nennt, glaube ich. Mhm. Irgendwie aktuell in der Sammelregel. Suikoden 1. Leider ohne Anleitung. Diese Variante, also die Anleitung, ist, die müssen wir noch jagen. Und ja, aber also Suikoden 1. Schickt sie uns gern zu. Genau. Suikoden 1. Ihr wisst Bescheid, das ist natürlich auch was Besonderes, trotzdem noch. Und Teil 3 ist nicht dabei, der fehlt noch, der war auch für die PlayStation 2. Aber was eben noch dabei ist, ist das größte und teuerste Suikoden 2 in der deutschen Version. Komplett mit Anleitung und ja. So, es gab noch einen kleinen Bonus, den er uns gegeben hat, und zwar eine kleine Komplettlösung. Für Suikoden 1. Für Suikoden 1. Hier vom Hint-Shop, Michael Mörsch. Sagt mir gar nichts. Ja, ist im schlechten Zustand auch das Heft ein bisschen. Aber ich werde das fixen können. Wenn man hier reinguckt, kann man das sehen. Nicht so richtig. Ist auf Deutsch, was halt hilft, weil das Spiel in Englisch ist. Genau. Und das ist auf jeden Fall schon mal cool. Also, ihr seht, hier gibt es so kleine Marken. So. Ich weiß nicht, ob das irgendwas wert ist überhaupt. Aber ich würde schön, auf jeden Fall ist es schön und hilft wahrscheinlich und auch dann. Auch noch, genau. Hier nochmal Suikoden. Jetzt weiß ich nicht, steht da unten Suikoden Teil 2. Teil 2 der Komplettlösung für Suikoden 1 oder? Ich weiß es gar nicht. Neue Rekruten. Nee, Suikoden 2. Da oben steht Suikoden 2. Was muss bloß geschrieben? Okay, da haben wir quasi 2 Komplettlösungen noch dazu bekommen. In Heftform für die beiden Suikoden-Spieler. Sehr nice. Wunderbar. Genau, also das. Und bezahlt haben wir für das Ganze. Angesetzt waren 350 Euro. Ich habe dann nochmal einen Zehner raus. Ich habe nochmal 60 Euro rausgehauen. Für 290 Euro haben wir dieses Set bekommen. Und wer es weiß, wer sich auskennt, weiß, dass Suikoden 2 allein schon 230, 260 Euro kostet. Normal. Von daher würde ich sagen, es hat sich gelohnt. Genau. Michael hat es auch abgesegnet. Von daher alles cool. Ja, die Autos fahren hier vorbei. Wir packen jetzt alles zusammen und machen uns auf den Heimweg. Genau. Ich hoffe, das war ein angenehmes Video, ein aufklärendes Video und verabschieden uns hiermit. Bis bald. Ciao, ciao.